Und guten Morgen. So, wer das andere Video bis zum Ende geschaut hat, weiß, dass ich das genau hier beendet habe, hinter der Hütte. Für die, die es nicht gesehen haben, da haben wir übernachtet. Heute beginnt Tag 3. Und wir haben 2 Seen, soweit ich weiß, bei uns auf der Tour heute. Die werden wir auch nutzen, um da drin zu baden. Ja, wir kommen durch eine etwas größere Ortschaft. Heute ist Montag, wo wir auch einkaufen können. Wir müssen auch unbedingt einkaufen, weil wir haben jetzt kaum noch was zu essen dabei. Naja, ein paar Nudeln sind noch da. Und ein bisschen Brot und ein bisschen Aufstrich Leberwurst. So. Und ja, wir haben zusammengepackt schon unsere Sachen. Und starten jetzt gleich. Moment, ich gehe mal eben da vorne hin. Da ist nämlich der Wegweiser. So, da haben wir es. So, man das sehen kann. Da ist unser Westweg. Hier sind wir gerade. Und Vorbach. In 14,5 Kilometer. Dort können wir dann einkaufen. Ja. Noch bauen, da gibt es was zu essen und einen Bus. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht werden wir da noch mal Mittag essen. Obwohl, das ist zu früh, viel zu früh zum Mittagessen. Vielleicht frühstücken wir da, weil wir sind beide so, dass wir nicht direkt morgens eigentlich was essen. Es ist jetzt 7:30 und wir laufen erstmal ein Stück runter und dann machen wir auch eine Pause und frühstücken da dann was. Ja. Aber wir machen jetzt erstmal so was zusammen und gehen dann los. Hier nochmal von innen. Hier unten habe ich geschlafen. Und 7 auf der Seite. Ja. Jetzt bin ich alleine. Also Steven musste leider abbrechen, der hat starke Schmerzen in der Leistengegend. Und ja, konnte eigentlich kaum noch laufen. So, wir haben jetzt noch 4 Kilometer gemacht zum nächsten Ort, der also dem Weg halt folgend. Gab es halt einen Ort, da war ein fuhren Bus, da haben wir eben noch eine Stunde gewartet. So, jetzt bin ich alleine unterwegs, jetzt geht es erstmal nach Vorbach. 10 Kilometer. Und zwar natürlich wieder bergauf. So, ich bin jetzt 45 Minuten so ziemlich in eins durchgelaufen. Nur bergauf. Und jetzt bin ich bei den Mooren oder die Moore auf dem kalten Bronn. Hier geht es jetzt so eine Treppe. Und das ist ziemlich cool. Ah, hier. Das ist ein Moor. Und hier mache ich jetzt erstmal eine Pause. Auf 981 Metern. Turm angekommen. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie der überhaupt heißt. Hier wäre auch noch eine schöne Hütte. Hätte man auch ganz gut übernachten können. Hier ist aber Teppich auf den Bänken drauf. Der Fußboden ist schön sauber. Ja. Finde ich auch ganz gut, die Hütte hier.
Ja. Ich geh mal hoch, wir sehen uns oben. Bei der Prinzenhütte bin ich jetzt auf 954 Meter. Nach Vorbach sind es noch 7 Kilometer. So, da ist diese Hütte. Ist leider verschlossen. Kann man so ein bisschen rein. Tür ist leider zu. So. Gut, aber die brauche ich jetzt ja sowieso nicht. Und was ich gerade mal erzählen wollte, ich komme von dort und bin dann hier lang gelaufen, guck so zur Hütte. Und laufe dann hier einfach weiter, bin an dem Wegweiser einfach direkt vorbeigelaufen. Also bis da vorne zur Kreuzung bin ich noch gelaufen. Und dann ist mir eingefallen, ach, guckst mal lieber eben auf den Wegweiser, du bist jetzt ja alleine unterwegs, da ist kein Zweiten mehr dabei, der sagt so, komm, wir müssen hier lang. Da muss ich jetzt ein bisschen aufmerksamer sein. Ja. So. Aber ich bin ein bisschen schneller unterwegs, mit Steven sind wir immer ein bisschen langsamer gegangen. Ja, der hat halt eine langsamere Gehgeschwindigkeit, so. Wir hatten die beiden Tage auf jeden Fall immer einen Durchschnitt von 5,1. Was eigentlich auch gut ist, was ich gar nicht so verkehrt finde. Aber, ich laufe halt normalerweise ein kleines bisschen schneller. So, und das heißt, ich kann jetzt wieder in meiner normalen Gehgeschwindigkeit unterwegs sein. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Hier ist die Drangberghütte. Richtig schön mit dem Ausblick hier. Davon hat uns ein Mountainbike-Fahrer gestern auch erzählt, dass man hier richtig schön zelten kann. Kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man da unten sein Zelt aufbaut und dann den Ausblick da hat. Feuerstelle gibt's auch, aber Feuerstellen sind momentan alle gesperrt. Wegen der Waldbrandgefahr. Und ich habe das eben schon gesehen. Ich weiß nicht genau, ob es ein Waldbrand ist. Weil ganz weit dort hinten, da steigen ziemlich viele Rauchschwaden aus dem Wald. So. Also könnte vielleicht sein. Aber ich weiß es nicht. Ich versuche ein Foto davon zu machen, aber so weit kann ich mit dem Handy nicht zoomen. Es wird einfach nur alles irgendwie grau, weil das so diesig ist da hinten. Jo. So, jetzt geht es hier weiter. So eine Art Single Trail bergab. Ich glaube, ich habe noch 5 Kilometer oder so bis, wie hieß das jetzt? Vergessen. Ja, egal. Naja, muss ich mal ein bisschen aufpassen, hier sind viele Steine. Hier kann man nochmal gucken. Ja, das sieht mir sehr nach einem Waldbrand aus, aber man sieht das nicht. Das ist ganz, ganz da hinten. Ja, naja. Ja, ich muss hier mal eben vorsichtig den Berg runterlaufen.
Es ging bis jetzt nur bergab. Also nachdem ich Steven zum Bus gebracht habe, ging es natürlich erstmal ordentlich bergauf. Aber sonst ging es nur bergab. Jetzt bin ich beim, ich glaube, Latschik-Felsen. Heißt das, wenn ich es richtig ausspreche? Sieht richtig toll aus. Boah, hier muss man fast klettern. Das ist schon echt schön. Ich glaube, hier setze ich den Rucksack mal eben ab und trinke was. Ja. Ja, ist natürlich ein bisschen schade, dass Steven nicht mehr konnte. Ja, aber wir sind noch 4 Kilometer fast gelaufen mit seinen Schmerzen. Wurde natürlich nicht besser. So, und dann habe ich ihn, wie gesagt, zur Haltestelle noch gebracht. Die lag zum Glück auf dem Weg. Ja. Naja. Sind noch 3 Kilometer jetzt oder 2,9 stand da, glaube ich, 2,5. Die ich jetzt erstmal noch laufen muss bis Freiberg. Und ja, da werde ich gleich auf jeden Fall erstmal einkaufen. Ich habe das hier noch zu trinken. Und im Wasserfilter ist auch noch mal ungefähr 1,5 Liter drin. Also damit komme ich ganz gut hin. Und ja, da wird dann das mal aufgefüllt. Zu essen habe ich nichts mehr. Ich habe nur noch ein paar Scheiben Brot und ein bisschen Leberwurst. Aber ja, da wird ja gleich alles aufgefüllt. Und dann werde ich da vielleicht auch noch eine etwas längere Pause machen. Das ist jetzt 12. Kurz nach 12. Und von dort aus, also wenn ich dort angekommen bin, bin ich, glaube ich, 15, 16 Kilometer gelaufen. Ich kann mal eben nachschauen, was Komoot so sagt eigentlich. Ja, genau. 15 Kilometer sind das dann ungefähr. Das heißt, ich muss noch 10 Kilometer mindestens laufen, dass ich so auf die 25 komme. Habe ich mir aber schon was rausgesucht, und zwar gibt es da einen See, an dem man wohl ganz gut übernachten kann. Ja. Aktuell bin ich auf 780 Metern Höhe. Und der Durchschnitt liegt momentan nur bei 4,8. Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass ich jetzt wirklich erstmal nur bergauf und dann nur wirklich steil bergab. Und ihr habt das ja gesehen eben, das ist so eine, ja, fast ein Flussbett. Also das sind nur Steine. Das spült wahrscheinlich, wenn hier Schnee liegt und der taut, dass da spült das da richtig runter. Da bin ich ein bisschen langsamer unterwegs, bevor ich dann noch stolper oder irgendwie mir noch am Fuß verletzt. Ja. Na denn. Ich bleib hier noch 5 Minuten sitzen und dann geht's gleich weiter.
mich jetzt was eingekauft. Hab mich jetzt was eingekauft, genau. Ja, ich habe jetzt was eingekauft. Unten beim Netto. Also da unten. Und hab mich jetzt schon hier den Berg ein Stück hochgeschleppt. Hab mir Wasser gekauft, hab mir Essen gekauft. Und hab auch was gegessen unten im Ort. Joa, jetzt geht's hinter mir, sieht man gerade nicht so wirklich, da geht's noch weiter hoch. Hier fährt haufenweise Feuerwehr gerade durch. Und wird die aus allen Richtungen, die sie reden. Also von den Feuerwehrautos. Sind schon ganz viele durchgefahren. Links runter höre ich ganz viele, von vor mir höre ich ganz viele. Irgendwas Größeres muss da passiert sein. In der App stand eben gerade, dass es eventuell um 17 Uhr, das heißt in 45 Minuten, noch Gewitter geben soll. Aber das sieht hier überhaupt nicht danach aus gerade. Gut, es ist ein bisschen bewölkter, aber jetzt sieht nicht nach Gewitter aus. Ich habe 6,6 Kilometer jetzt noch bis zu dem See, wo ich heute übernachten möchte. Und es wird noch ordentlich bergauf gehen, habe ich das Gefühl. Da fällt mein Handy runter. Ich bin ein bisschen aus der Puste. Ich bin von 350 Meter jetzt schon auf... Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, ich muss auf jeden Fall auf 650 Meter hoch erstmal, innerhalb von einem Kilometer ungefähr. Aber ich habe hier was gesehen, was mir schon mehrmals aufgefallen ist. Und zwar könnt ihr mir vielleicht mal helfen und das in die Kommentare schreiben. Das hier. Das ist ja irgend so eine Flechte oder sowas. Hier wächst das auch in der... Ich dachte erst, das liegt da drauf. So. Das ist halt vom Baum irgendwo runtergekommen. Das liegt hier überall drauf. So. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Aber ich habe halt keine Ahnung, was das genau ist. So. Ich muss noch weiter nach oben. Hier geht das einigermaßen. Also es ist zwar auch recht steil. Aber wie ihr seht, ist das fast so wie so eine Treppe so ein bisschen. Angenehmer als unten eben die ganze Straße hochzulaufen. So, jetzt sitzt genau eine Wespe am Mikrofon an der Kamera. So, ja, ich bin an der Hütte angekommen. Hinter mir ist eine Feuerstelle, aber die sind wie gesagt alle gesperrt wegen Waldbrandgefahr. Und hier gibt es eine Hütte, in der ich heute übernachten werde. Mal zeigen. Hier drin gibt es zwei Tische, eine Bank, da vorne ist ein bisschen Löschwasser für die Feuerstelle. Da oben gibt es noch Ketchup und dann gibt es hier eine Leiter auf der Seite. Dann sieht das hier so aus, da habe ich schon mal meine Isomatte hingetan und mein Rucksack steht hier an der Seite auch. Ja, da werde ich dann wohl übernachten heute. Das ist noch ein bisschen mehr Platz. Noch bin ich alleine. Ich weiß auch nicht, ob noch hier welche kommen. Bis jetzt ist niemand hier. Runterkommen hier, so.
Und ja. Hier habe ich schon meine Sachen. Jetzt werde ich erstmal was zu essen machen. Ja, von hier aus sind es dann noch 15 Minuten zu der anderen Hütte am See, wo ich eigentlich hin wollte. Aber diese 15 Minuten jetzt noch laufen oder nicht. Hier bin ich momentan alleine, hier habe ich eine gute Hütte. Ja, deswegen übernachte ich dann heute hier und laufe morgen früh dann zum See. So gesehen, meine Isomatte. Ja, werde versuchen gleich zu schlafen. Naja, ein bisschen bin ich noch wach, werde noch mal ein bisschen YouTube schauen. Und ja, werde dann aber auch bald schlafen. Morgen früh wollte ich versuchen, um 7 Uhr weiterzulaufen. Gucken, eben hat das ein bisschen genieselt. Ganz, ganz minimal und kurz. Ich weiß nicht, vielleicht gibt das heute Nacht noch ein bisschen was. Es ist auch bewölkt jetzt. Ja, so, bis dann erstmal würde ich sagen, gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Ja, so, es ist jetzt genau 7.08 Uhr. Meine Sachen habe ich alle raus aus der Hütte schon. Zusammengepackt. Nur das, was jetzt hier noch rumliegt. Kaffee wird gerade gekocht. Ja. Und danach geht es dann gleich dort lang. Richtung See erstmal, beziehungsweise Talsperre. Wasser kocht auf, das kann ich mal ausmachen eben. So. Genau, zur Talsperre dann gleich erstmal. Dort ist auch noch eine Quelle, da werde ich nochmal wieder Wasser auffüllen. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie das heute weitergeht. Die heutige Tour. Ja, ich glaube, aber die wird heute nicht ganz so steil. Oh, warten wir mal ab. Hier unten, da, ist eigentlich eine Quelle, beziehungsweise ist die da. So, und da ist ja momentan so wenig Wasser, dass hier unten nichts rauskommt. Ja, ich habe gehofft, hier eigentlich Wasser aufzufüllen. Ich muss jetzt mal schauen, wann die nächste. Das ist steil hier. Also sieht so aus. Hier unten läuft zwar ein kleines bisschen Wasser durch und oben auch. Aber das wird, glaube ich, ewig dauern, bis ich das irgendwie auffange. Weil ich hier, wie gesagt, eigentlich Wasser auffüllen wollte. Jetzt muss ich mal eben schauen, wann die nächste Quelle kommt. Ein bisschen was habe ich noch. Ich glaube, bei der Talsperre ist auch noch eine. Das schaue ich mal immer auf der Karte. Ja. Okay, ich habe nachgeschaut. Die hier kann ich jetzt erstmal so lassen. Hier brauche ich jetzt kein Wasser nehmen. Unten bei der Talsperre, da ist wirklich noch eine, oder soll noch eine Quelle sein. Ich hoffe mal, dass die nicht auch noch so trocken ist. Ja gut, ein bisschen Wasser habe ich noch, aber besser wäre es, wenn ich direkt schon mal wieder auffüllen könnte. Na gut. Und bis jetzt geht es nur leicht bergab, das ist auch sehr angenehm. Ja, aber das heißt ja, wenn es bergab geht, geht es nachher auch wieder bergauf. Thank you.
So, 829 Meter. Jetzt ja gerade hier diesen ganzen Felsenaufstieg da hochgelaufen. Der geht da auch noch weiter, aber ich muss jetzt gleich hier lang. So, in 1,1 Kilometer. Was? Bussemer Stein. Und Badener Höhe, Naturfreundehaus und Sand. Ja, das sind so die nächsten Orte, die ich heute noch anlaufen werde. Ich weiß auch noch gar nicht genau, wo ich jetzt heute übernachte. Aber ich habe noch nicht gefrühstückt. Also, ja, wie weit ich heute komme. Ich suche mir jetzt hier eine Bank. Es ist 9:04. Ja, und dann will ich gleich erst ein bisschen was frühstücken. Nach dem Anstieg von da vorne eben, habe ich mich eigentlich gefreut. Dachte, ich kann schön hier lang. Aber nee, ich muss hier hoch. Und das ist auch so. Na gut, dann hoch hier. Das ist das Stück, wo ich jetzt hochgekommen bin. Da vorne laufen noch zwei andere. Die sind allerdings aus der Richtung gekommen. Ich habe kurz mit denen gesprochen. Und als ich mit denen gesprochen habe, habe ich diesen schönen Bachlauf gesehen hier, wo gerade kein Bach läuft. Und da oben an dem Baum hängt das Schild, dass das kein Bachlauf ist, sondern mein Weg ist hier. Oh. So. Akku muss ich auch wechseln, nur noch 5% auf der Kamera. An der Bank sieht das hier auch nicht aus zum Frühstücken. Naja, schau mal, wenn ich da oben bin, dass ich irgendwie einen Felsen finde oder sowas. Vielleicht mit ein bisschen Sonne. Wo ich mal frühstücken kann, Akku wechseln kann und so weiter. Noch 4%. Ich filme noch mal ein bisschen, bis der Akku leer ist jetzt. Ich mache das übrigens meistens so auch zu Hause oder auf der Arbeit. Also wenn ich aufstehe und ich sag mal, ich muss um 6 Uhr arbeiten, dann frühstücke ich morgens eigentlich nichts. Ich trinke einen Kaffee oder einen Tee oder Saft oder irgendwas. Und dann gehe ich zur Arbeit und mache dann immer auf der Arbeit so zwischen 8 und 9:30 Uhr irgendwann Frühstück. Esst dann immer erst was. Ja, das heißt, wie gesagt, kurz nach 9, ich kann mal eben schauen. 5 nach. Circa. Ja, 6 nach. Ja. Also wäre eigentlich schon eine gute Zeit zum Frühstücken. So, und das sieht doch gar nicht verkehrt aus. Hier sind so ein paar Felsbrocken. Ich setze mich jetzt einfach hin und frühstücke erstmal und wechsel Akku und so weiter. Ja, ich habe jetzt was gefrühstückt, Akkus gewechselt, meinen Stock ein bisschen beschnitzt. Ja, und ich bin auch schon ein Stück weiter gelaufen jetzt. Hier sieht man das schön. Es gibt auch einen angenehmen Weg, den man hochlaufen könnte. Aber es ist halt nicht der Westweg. Der Westweg geht halt da lang. Einfach hier direkt an dem Weg vorbei. Wie so eine Treppe mit so großen Stufen hier. Diese hier, die sind so, das ist mein Fuß. Geht mir bis zum Knie teilweise oder noch höher die Stufen. Ja. Aber ich muss es bald geschafft haben. Ich glaube, ich gehe auf 1090 Meter oder so. Oder 1000, ja, irgendwie, ich glaube 1100, nicht ganz 1100, glaube ich. Müsste ich aber bald geschafft haben. Ja. Aber der Weg hier ist zwar anstrengender und ja, man kommt langsamer voran, aber ist auch viel schöner als diese Straße da, sag ich mal dazu jetzt. Ich merke, wenn ich oben bin,
Stoffe. Ihr könnt das sehen da hinten. Kann man noch mal ein bisschen auf die Talsperre gucken. Wäre ich ein bisschen weiter gegangen, dann wäre hier eine Bank. Dann hätte ich nicht auf den Stein sitzen müssen. Naja, kann man ja nicht wissen. Ja. Und hier vor mir geht das ganz schön nach unten, glaube ich. Ja. Naja, die Talsperre da vorne. Das heißt ja, ich komme von... Ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie rum ist denn das? Von da. So irgendwie runter, um die Talsperre rum. Die kennt man gar nicht, die geht bis hier. Bis da. Und jetzt hier so irgendwie den Berg hoch. Bis ich dann jetzt hier oben an dieser Bank angekommen bin. Mal schauen, ob hier schon was steht, wegen Höhenmetern oder so. Nee. Nur GW. Ach doch, da. 940 bin ich jetzt. So, 940 Meter. Das heißt, muss ich ja noch 60, na, etwas mehr. Bestimmt noch 100 oder so. Sieht gar nicht so hoch aus. Ah doch, ja. Gut, weiter geht's. So, und da bin ich wohl ganz oben angekommen. Hier ist so ein Grenzdingsbums oder sowas. Gipfelkreuz in kleinen oder so. Und hier haben wir dem Schöpfer des Höhenwegs, Philipp Buschmer. Dem habe ich den Weg also zu verdanken. Ja. So, ab jetzt geht's glaube ich wieder bergab. Weil es sieht aus, als ob ich komplett oben bin hier. Schauen wir mal. Eine Ecke hier. Nachdem die ganze Zeit nur so fast, ich sag mal, sind wirklich, glaube ich, 45 Grad gewesen eben zum Schluss. Oder zwischendurch auch. Jetzt mal auf einer ebenen Fläche zu laufen, das fühlt sich richtig befreiend an. Das ist so richtig, so, es geht so locker und so leicht. Das ist richtig gut. Ja. Naja, höher geht das da auf jeden Fall nicht. Das wird gleich irgendwo runtergehen, nehme ich mal an. War auch kein Wegweiser jetzt mehr irgendwie mit irgendeiner Kilometeranzahl für die nächsten Sachen, die so kommen. Ja. Ja, aber es geht jetzt leicht bergab. Also ein bisschen habe ich mich getäuscht, es ging doch noch ein paar Meter nach oben. Genau, und hier oben ist jetzt dieser 30 Meter hohe Turm. Da gehe ich jetzt mal hoch. Friedrichsturm heißt das Ding. 1890. Kann man sehen? Da. So. Bei Gewitter bitte Friedrichsturm nicht betreten. Betreten des Turmes auf eigene Gefahr. Gut. Dann geht's wieder hoch hier. Ist hier so ein Balkon erstmal. Kann man rundherum gehen. Ist aber nicht so interessant. Ich will ganz nach oben. Thank you.
und eine Wendeltreppe aus Metall. Ja, so, ich bin jetzt an mehreren Gasthäusern vorbeigekommen, aber leider hatten alle zu. Bei dem ersten war dann irgendwie ausnahmsweise Ruhetag, beim zweiten war nur von Freitag bis Samstag geöffnet, weil die kein Personal haben. Beim dritten sind irgendwie anscheinend alle krank und deswegen nicht auf. Naja, jetzt saß ich hier unten. Kann man noch sehen? Warte, wo ist es denn? Da unten saß ich jetzt. Da oben ist eine alte Skisprungschanze von ganz früher. Sieht aus, als ob gegen das Haus knallt, wenn man da jetzt springen würde. Ja, und die Aussicht da auf noch eine Skipiste. Gucken, wo ist sie denn? Da oben. Da. Naja. Es ist jetzt 13 Uhr ungefähr. Glaube ich kurz vor. 12.50 Uhr. Hab hier ungefähr 20 Minuten gesessen. Hab einen Apfel gegessen und einen Riegel. Bisschen was getrunken. Ja. Jetzt geht's wieder ordentlich bergauf. Ja, schön berghoch wieder. Vielleicht kann man hier mal so ein bisschen sehen, wie steil die Wege sind. Jetzt laufe ich noch relativ gerade. Hier geht's runter. Also ich bin hier gerade so einen Weg hochgekommen. Von dort ganz unten kann man nicht sehen, glaube ich, auf der Kamera. Aber hier vorne kommt jetzt eine Brücke. Und das kann ich mal schauen. So. Also, muss mal kurz das Mikrofon. Ja, hier geht's jetzt hoch, dann hier über die Brücke rüber. Da so lang. Und dann, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, zwischen den Bäumen so hoch. So. Ja, dann gehen wir mal.
Der Bach hier scheint gerade ein bisschen ausgetrocknet zu sein. Unten war eben noch eine Quelle. Die habe ich nochmal genutzt, um Wasser aufzufüllen. So. Ja, da ist leider nichts drin. So gucke ich gerade aus. Also sieht man so ein bisschen, wie es runtergeht. Hoffenweise Himbeeren hier wieder, aber die wachsen hier überall. Ja, auch. Ja. So, hier sieht man es vielleicht nochmal. Jetzt geht es hier rum, da durch und dann da so hoch. Das ist schon fast Bergsteigen hier. Ziemlich gerade die Wand hoch. Gut, dass das wie eine Treppe ist, so ein bisschen. Da unten ist jetzt die Brücke. Sieht sie weiter und dann so, glaube ich. Mal gucken. Jetzt geht es wieder in die Sonne, merkt man direkt. Also im Schatten ist das viel angenehmer. Hier ist auch oft oder meistens, ich weiß nicht, wie ich hier hochkomme, meistens ein kleines bisschen Wind und das ist im Schatten richtig angenehm. Ja, aber so wie es aussieht, habe ich wieder eine der steilsten Stellen, naja, ein bisschen geht's noch, geschafft. Ich glaube, ich gehe jetzt gerade auf 1115 oder so hoch. Ja, ich glaube, ich bin wieder auf einem Weg für ein Stück. Also es gibt immer solche Wege wie hier jetzt. Deswegen ist es relativ schwer, dazwischen zu filmen. So, und dann kommt man immer schon auf so einen Weg. Dann sieht man aber das Schild. Und obwohl ich denke, ich dachte gerade, ich muss wieder hier rein. Da ganz hinten sehe ich noch ein Schild. Ich muss jetzt wirklich mal ein Stück hier wieder so einen Schotterweg laufen. Und der ist jetzt gerade. Das ist so richtig erleichternd jedes Mal. Ich habe den Weg mal kurz verlassen, um mir die Aussicht hier anzuschauen. Ist nicht weit, sind nur ein paar Meter. Da muss ich jetzt noch hoch. Das ist dann der dritte Gipfel für heute und auch der höchste auf der ganzen Tour bis jetzt. Ja gut, ich weiß nicht, ob man sieht, neben dem breiten Weg ist links so ein kleiner, schmaler Weg. Das ist mein Weg, den ich nehmen muss.
auf 1115 Metern bin ich jetzt. Dieser Mummelshütte hier oben. Sehr voll da oben. Hier sind überall Gruppen und irgendwelche Führungen und so weiter. Ja. So, jetzt bin ich wieder auf meinem Weg. Und es geht bergab erstmal. Also das ist jetzt der dritte Gipfel heute. Und auch der höchste bisher mit 1115 Metern. Ich gehe jetzt weiter zu einem See. Da gibt es auch, glaube ich, ein kleines Gasthaus. Vielleicht hole ich mir da was zu trinken oder so. Und ein kleines Stück weiter sollte eine Hütte sein. Das schaue ich mir gleich aber nochmal an, ob ich da heute übernachte. Oder ob ich noch ein Stück weiter laufe. Mal schauen. Ich habe jetzt 21 Kilometer. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Höhenmeter, aber auf jeden Fall schon ein paar. Na gut, ich gehe jetzt mal erstmal runter zum See. Brauche ich Schneeschuhe. Mummelsee, 1,2 Kilometer. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber da oben, da habe ich eben zuletzt gefilmt. So, dann sind wir hier runtergegangen. Einmal hier hinten um den Berg rum, da sind wir runtergekommen. Ja, und das ist jetzt dieser Mummelsee. Und auf der Seite geht es noch weiter runter. Ja. Ja, ich mache hier, denke ich, mal eine kleine Pause. Ich weiß nicht, ob ich einmal rumlaufe oder so noch. Vielleicht trinke ich da gleich was. Ich muss mal gucken. Ich gehe da erstmal hin. So. Hier am See. Das ist natürlich das Mummelsee Tor Seebach. Das heißt, in meinem Schatten hier unten in Pforzheim war ja gestartet. Jetzt bin ich hier hoch. Und wir sind jetzt hier.
Ja, da geht's gleich weiter. Aber ich mache jetzt hier erstmal noch eine Pause eben. Ich stand da oben nun ein bisschen rum. Ich will mich nochmal hinsetzen. Ich will jetzt nochmal im Internet gucken, wie das mit den nächsten Hütten aussieht oder den nächsten Plätzen, wo ich übernachten kann. Mal schauen, was hier noch so steht, was mich so als nächstes erwartet. Die meisten Sachen kenne ich zwar, ich habe mich relativ gut informiert, aber ja, falsche Seite. Die Seite ist besser. So, ja. Wie gesagt, ich mache da unten jetzt mal eine Pause, da ist auch noch eine Quelle. Da unten hinter mir. Vielleicht fällt dann noch mal was auf, je nachdem. Es kommen, glaube ich, noch zwei Quellen gleich auf den Weg. Ja. Na gut. Pause. Mal gucken, was geht so ein bisschen mit Gegenlicht. Ich musste gerade eine Skipiste hochlaufen. Da vorne. Ich hoffe, man sieht es. Da ziemlich in der Mitte vom Bild jetzt. Das größere Haus. Da ist der See, wo ich eben war. Und oben. Dort. Da. Da ist die Hütte. Die Hütte, sag ich schon, dieser Aussichtsturm mit dem anderen Ding, wo ich gefilmt habe. Ja. So, und ich muss jetzt hier diesen Weg lang laufen. Ja. Ich laufe noch ungefähr, glaube ich, 3,5 Kilometer zu einer Hütte. Das ist auch so eine bewirtschaftete Hütte. Ich glaube, da gibt es auch Zimmer und so, aber in der Nähe gibt es eine Schutzhütte. Da wollte ich hinlaufen und da wollte ich entweder drin übernachten oder dort mein Zelt aufstellen. Bei Google sieht das auf jeden Fall so aus, als würde man einen guten Zelt hinstellen können. So, jetzt kommt noch mal ein interessanter Bereich. Hoppala. Und zwar ist das hier ein Bereich, wo ich glaube 2099 ein Sturm gewütet hat und die ganzen Bäume hier umgeweht sind. Die wurden halt alle so liegen gelassen. Hier führt der Westweg einmal genau durch. Und da hat es rausgeschnitten zwischendurch. Hier nicht. Hier ist alles tot. Da vorne geht es noch weiter. Ich glaube, das geht auch noch ein ganz schönes Stück. Nehme ich euch mal komplett mit. Sieht schon irgendwie gut aus. So. Hier rechts ist immer noch alles tot. Aber hier liegen keine Bäume mehr. Ich glaube, das war so der interessanteste Teil. Vielleicht geht das noch weiter. Dann werde ich gleich wieder filmen. Betreten auf eigene Gefahr. Nur für geübte Wanderer. Kein befestigter Weg. Rutsch- und Sturzgefahr. Fahrt mit festem Schuhweg zu begehen. Da muss ich lang. Der Westweg geht ja hier nach links weiter. Also da lang. Aber meine Hütte liegt dort unten. So. Und das soll ein schwieriger Abgang sein, steht hier. Nur für Trittsichere. Und das sieht schon ganz schön heftig aus hier. Na, dann wollen wir mal. Schon habe ich Besuch. Gerade hier angekommen. Mama, passt auf.
Super Aufnahme. Mein Essen brennt gerade fast an. Ja. Fast zum Glück noch nicht. So. Ein bisschen weiter runterstellen. So, ich bin an dem See angekommen. Habt ihr ja eben schon gesehen. Ich habe wirklich direkt Besuch bekommen von den Enten. Und ich koche mir was zu essen. So, danach werde ich mich dann oben mal umschauen, so ein bisschen, wie das hier so aussieht mit der Hütte da und so. Ja. Aber erstmal will ich was essen.